An dem Abend habe ich an dem Tisch irgendwie 2,5 K gemacht und bin dann nach Hause schnell geduscht, frisch gemacht, umgezogen, direkt wieder 48 Stunden. Und das habe ich immer weiter so gemacht, bis ich 30 K hatte. Ja, meine Lieben, da haben wir den legendären Mr. Dawson. Ich bin mir sicher, viele kennen ihn, aber vielleicht auch von den Newbies, von den Neueren hier bei uns, ist er vielleicht noch gar nicht so bekannt, weil Mr. Dawson ja jetzt schon ein paar Jahre in Las Vegas lebt. Aber Mr. Dawson, ich freue mich brutal, dich endlich als Interviewpartner zu haben, denn man kennt sich irgendwie aus 50 Ecken und man merkt immer wieder, irgendwo gibt es wieder Leute, die kommen hier irgendwie in Köln auf mich zu. Oh, meine Kamera hängt, sehe ich gerade. Genau, Leute kommen auf mich zu und sagen, ey, du spielst Poker, ich kenne hier den Nojan und ja, irgendwie Leute aus der Hip-Hop-Szene und sonst wie. Aber was halt alle gesagt haben, die finden es einfach krass, was du gemacht hast. Und du hast deinen Traum oder den Traum, den viele Pokerspieler wahrscheinlich haben, in die Realität umgesetzt und hast Haus und Hof quasi verkauft in Deutschland, alles aufgegeben und bist nach Las Vegas gezogen. Vor wie vielen Jahren war das? Und wie kam es zu dem Schritt? Und was musstest du dafür aufgeben alles und machen und tun? Also das war, die Entscheidung habe ich 2015 getroffen und 2016 war ich dann schon in Vegas. Ich bin ja seit 2012, glaube ich, bin ich jedes Jahr in Vegas gewesen und auch in den USA rumgereist und so. Ich fand das immer geil. Und zu der Zeit habe ich eine Selbstständigkeit im Medienbereich in Deutschland gestartet gehabt und total Burnout, total überarbeitet und keine Ahnung. Also es war immer wieder geil, wenn man so einen Urlaub in Vegas gemacht hat, einfach noch zum Grinden und so. Ich habe zu der Zeit auch immer abends, jeden Abend gegrindet, also in Underground Cardrooms in Bonn und so, kennst du wahrscheinlich vielleicht von früher. Ach nee. Echt? Und, ja, es war jeden Abend, ich war Stammgast überall, die können nicht alle. Aber gearbeitet oder gefeiert? Also gepokert, zum Pokern immer in Bonn. Gearbeitet in. Wusste ich gar nicht, dass die da so Pokerrunden hatten. Das ist doch ein Club, also ein Partyladen. Ich habe in den Clubs habe ich fotografiert und so und dann abends dann in den Underground-Runden dann irgendwo immer. Da gab es ganz viele Underground-Poker-Runden in Bonn früher. Also hast du für Virtual Nights oder sowas dann gearbeitet? Nee, ich hatte damals meine eigene Agentur und dann habe ich für, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, damals gab es die Falle. Ja, klar, natürlich. Ja, okay, sehr gut. Es war mein Fahrschatt, ja. Ach krass, ja. Ja, für den gearbeitet. Das war mein erster Laden, wo ich aufgelegt habe. Ja, da habe ich gearbeitet und dann Shakers habe ich viel gearbeitet. Ah, Shakers, die kenne ich alle sehr gut. Ja, habe ich gestern noch mit dem gequatscht, mit dem Fahrrad, mit dem Farid. Mit dem Farid? Ja. Krass, kenne ich alle voll. Farid kennt mich auch voll, also sehr gut sogar. Mit dem habe ich sehr viel zu tun gehabt früher. Ja, also mega, mega coole Jungs. Meine Karriere fing eigentlich im Diamonds an. Also ich habe eigentlich meine ganze Jugend im Diamonds gearbeitet. Habe da alles. Hab ich auch schon öfter aufgelegt. Mit Tanju sehr gut befreundet. Also krass. Ja, ich war eigentlich immer im Nachtleben unterwegs. Fotografie, Medien, Social Media und okay. Flyer Design und all so Sachen. Und als gelernter Mediengestalter fand ich das am coolsten, im Nachtleben zu arbeiten und so. Und und dann abends halt immer Poker und so. Und 2015 waren wir dann in Miami. Das war so ein Family-Trip mit meiner Mutter, damals meiner Ex-Freundin Janine. Mein Bruder war dabei und hat eine mega geile Zeit gehabt. Waren da irgendwie 2-3 Wochen und dann wieder zurück nach Deutschland. Und keine Ahnung, hat angefangen zu regnen und so, hat keinen Bock mehr. Dann musste ich direkt wieder einen Flug buchen, ab nach Vegas. Irgendwie 2 Wochen später war ich dann auch schon wieder in Vegas mit einem Kumpel Reza. Da gab es auch Vlogs. Ganze Woche haben wir gevloggt da zusammen. Mhm. Und und dann war halt irgendwie freitags. Kurz vorm Abreisen stand ich da vor den Bellagio-Fontänen und war richtig traurig darüber, dass ich wieder zurück nach Deutschland muss. Und ich wusste genau, dass ich da nicht glücklich werde, weißt du, irgendwie, dass es das nicht ist für mich. Mhm. Dann sind wir halt wieder zurück nach Deutschland, keine Ahnung, das habe ich mehrmals schon so erzählt, also
Erste, was ich gemacht habe, war irgendwie so Briefe aufmachen, der GEZ-Mahnung 240 Euro und so. Hatte ich ja direkt die Schnauze voll. Hat das irgendwie so Klick gemacht in meinem Gehirn. Also ich konnte einfach nicht anders, das musste gemacht werden. Dann habe ich direkt mit meiner Freundin Schluss gemacht, in der ersten Woche, wo ich von Vegas zurückgekommen bin. Also ging alles sofort, zack, zack. Schluss gemacht, die hat ihren Hund mitgenommen und ist dann ausgezogen. Dann habe ich alles an, alles, was ich hatte, habe ich vergessen. Ich hatte noch ein paar Schulden in Deutschland, Auto geleast gehabt und hier und da ein paar Kosten gehabt und so. Also habe ich versucht, alles zu verkaufen, wie es ging. Ich hatte noch eine goldene Rolex damals, da habe ich meine Bankroll reingepackt gehabt. Die musste ich dann verkaufen bin im Endeffekt dann Anfang Januar bin ich dann rüber nach Vegas mit nur 3.000. Also ich habe 3.000 in meiner Tasche, einen Rucksack und los, lass mal los, grinden, Vegas. Krass. Und ja, so fing das alles an eigentlich. Aber du hast nicht auch so deine Harley verkauft oder sowas? Alles, ich habe alles verkauft, Harley verkauft, BMW habe ich, das war ein Leasingfahrzeug, das habe ich abgegeben mit Verlust. Ich hatte ein Riesenhaus mit Megagarten, damals haben wir noch mit dem Felix, also mit XX, genau. Bei mir im Haus haben wir das allererste Grind-Office gehabt. Wie nennt das? Wo er noch auf Englisch gestreamt hat, ne? Und du genau. Dann am anderen Schreibtisch saßt. Genau, wir saßen halt nebeneinander, haben so Ping-Pong-Tisch drauf gehabt, haben in den Pausen halt immer so ein Ping-Pong gespielt und so. War auch eine richtig geile Zeit, habe ganz viel gelernt von dem. Das also alles aufgegeben da. Und wie lief dann der Start in Vegas? Was waren so die ersten Schritte? Ich meine, du kommst da an und hattest du eine Green Card? Worum musstest du dich kümmern, dass das Ganze überhaupt erstmal? Also es war ja klar, dass du in Vegas bleiben willst. Und ja. Welche Steps musstest du durchlaufen? Also ich habe erstmal ein Visum beantragt. Bist du dann in Deutschland zur US Embassy und habe dann ein Visum bekommen. Durfte dann da für 6 Monate bleiben erstmal. Und es war auch erstmal mein Plan, das einfach erstmal ausprobieren, gucken, 6 Monate und so. Und bevor ich abgereist bin, haben wir noch so einen Stream mit Felix gemacht, Sunday Grind. Und da hat sich jemand gemeldet und meinte, ja, wir haben hier ein Zimmer für dich, wenn du möchtest, kannst du bei uns im Haus ein Zimmer mieten. $450 haben wir da ausgehandelt gehabt. Und ich hatte ja nur 3.000 dabei, also keine Ahnung, waren schon mal 450, wären dann da schon mal weg gewesen. Also bin ich dann da angekommen, hat mich auch netterweise abgeholt, der Typ. Angekommen, sagt er zu mir, ja, wir brauchen 2 Monatsmieten. dann waren da halt schon mal fast 1.000 weg. Musste ich halt zusehen, dass ich dann damit den Rest klarkomme. Also Uber und Essen und Grinden und so weiter. Damals habe ich viel 1-2 gespielt. Habe ich auch direkt auf die Schnauze bekommen. Also 2.000, das geht halt schnell. Dann war ich nur noch runter auf $170. hatte gar kein Geld mehr. Krass. Und auch niemanden hier. Also damals kannte ich auch wirklich niemanden. Fabian und all die Jungs. Also Fabi war der Einzige, den ich dann kennengelernt hatte. Das war mein einziger Kumpel. Aber sonst außer Fabi gab es niemanden. Und aber ich wollte da niemandem Bescheid geben. Also ich habe niemandem was gesagt. Weder meinen Eltern noch Freunden. Habe mich einfach mit den letzten 170... Also Mandalay Bay hat mich damals gerettet. Also ohne Mandalay Bay wäre ich jetzt nicht hier, muss ich sagen. Nein. Ich habe mich mit den letzten $170 in Mandalay Bay eingekauft, weil die hatten damals eine Promotion da, wo man einfach nur Stunden runtergrinden musste. Also der mit den meisten Stunden, der konnte jede Woche 1.500 abgreifen. Und ich habe mich dann mit den 170 da eingekauft, nicht mal einen vollen Stack, und habe einfach auf starke Hände gewartet. Habe 48 Stunden durchgegrindet und Fabi ist dann noch irgendwann, nach 4-5 Stunden ist er dann noch dazugekommen, hat dann mitgegrindet. An dem Abend habe ich an dem Tisch irgendwie 2.500 gemacht und bin dann nach Hause schnell geduscht, frisch gemacht, umgezogen, direkt wieder 48 Stunden. Und das habe ich immer weiter so gemacht, bis ich 30.000 hatte. Und nicht dein Ernst. Wie hast du dann Schlaf? Wie hast du es mit dem Schlaf gemacht? Auch heute noch, also kaum Schlaf. Ja, okay. Keine Ahnung. Es ist bei mir leider so, also es soll wohl nicht sein, ich darf nicht schlafen. Also es geht in meinem Leben, kommt es nicht, geht einfach nicht. Okay.
Ja, gut, als Familienpapa ist ja eh immer nicht viel Schlaf, ne? Aber. Ja, im Moment ist wirklich, wirklich kaum. Also, letztes Jahr immer mit 3-4 Stunden Schlaf noch grinden gegangen. Das war auch mega Fehler. Können wir vielleicht noch dazu später darüber quatschen. Aber ja, es war letztes Jahr war richtig schwer mit kaum Schlaf und so. Aber zum Einsortieren, wie viele Jahre ist das her, wo du da alles aufgegeben hast und nach Vegas gegangen bist? Also, als ich bin von Vegas zurückgekommen, Anfang Dezember 2015. Mhm. Und Januar 2016 war ich dann schon in Vegas wieder. Und 2016 war ich dann da für 6 Monate und danach ein bisschen rumgereist, war in Mexiko kurz. Dann wieder zurück nach Deutschland, Family besucht, waren sogar im Shakers, da gab es damals noch einmal die Woche Shrimp, all you can eat. Weiß da musste ich das schnell mitnehmen. Kenne ich noch. Und dann direkt wieder Januar, also man darf nur 6 Monate pro Jahr, ab dem 1.1. kannst du direkt wieder 6 Monate. Also bin ich dann im Januar, direkt erste Januarwoche war ich dann schon wieder in Vegas. Mhm. Und dann habe ich auch direkt meine jetzige Frau kennengelernt da. Haben wir gedatet, 2017 gedatet, 2018 dann geheiratet und ja, jetzt 3 Töchter und es ging alles zack, zack. Ich weiß noch ganz kurz zurück, Schwenk auf Shakers. Ich hab früher halt viele Veranstaltungen gemacht, also Rheingarten kennst du wahrscheinlich noch und Shakers habe ich dann nebenan, da gab es so ein Büro, sag ich mal. Und ich weiß noch genau, wie diese Shakers, Jungs, ihr müsst euch vorstellen, wenn man die nicht kennt, der Bruder Wahid, ne? Ist der Bruder, glaube ich. Farid und Wahid, ne? Ja. Yeah. Die beiden und dann noch der ältere Bruder, glaube ich. Die saßen da in einem Zimmer. Ich gehe rein, so als junger Kerl. Ich war Anfang 20 und die sitzen da wie die Mafiosis und sitzen da erstmal, was willst du eigentlich, du kleiner Pimp hier? Und keine Ahnung, irgendwie hat es Klick gemacht. Farid und ich haben uns so sehr schnell sehr, sehr gut verstanden. Wahid auch, also aber mit Farid eher ein bisschen dicker gewesen. Und dann durfte ich da meine erste Veranstaltung machen. Und die haben mich auch, die Story habe ich noch nie erzählt. Ich meine, ich bin ja nicht im Interview. Aber die haben mich einmal richtig hart gesaved, weil da war, ich glaube, die so ein bisschen so albanische, nicht Mafia, aber diese albanischen Leute da so, waren so ein bisschen dicke mit Farid. Und die haben mich gerettet vor Türstern, die mir quasi, weil ich die rausgeschmissen habe von meiner Partyreihe, weil die einfach nichts gemacht haben, was ich getan habe. Und die mich halt bedroht, die werden mir die Finger brechen, die werden mir die Party kaputt machen. Ich werde halt komplett zerstört. Und dann hat Farid mir geholfen zu der Zeit, muss ich dazu sagen. Und dann habe ich halt das Glück gehabt, dass die hinter mir standen und ich halt nicht quasi von diesen Türstern dann komplett fertig gemacht wurde, weil halt die so Schiss hatten vor diesen albanischen Leuten. Weiß ich noch, muss ich ganz kurz mal reinschmeißen, ich weiß so krass finde, dass du die Leute kennst. Also dazu ganz fette Props an Farid, der hat mir das quasi Leben, weiß ich nicht, aber zumindest schon ein paar Knochenbrüche wahrscheinlich erspart. Geiler Typ. Aber zurück zu dir. Sick, 3 Kinder, ja. Leben in Vegas aufgebaut, aber ich möchte ein bisschen so chronologisch lass mal fortgehen. dann ging es halt los, du hast diese 30.000, hast du ja eben gesagt, ungefähr dann als Roll aufgebaut. Aber wer die Vlogs von dir noch nicht kennt, es ist ja dann irgendwann doch wieder passiert, dass du wieder zurück in den normalen Job in Vegas gegangen bist. Wie war der Step, als du die 30.000 hattest? Obwohl, da komme ich noch nicht, das mache ich später, aber wie ging es dann weiter? Ich habe dann, also das war 2016 mit den 30.000, dann bin ich ja nochmal rumgereist und so und nach Deutschland und wieder zurück. Und diesmal dann 2017 bin ich mit so 11.000 oder so rübergekommen. Und Grind ging direkt super los auch. Gute Plus-Sessions gehabt, also wer die Vlogs da von damals noch verfolgt, da war Plus-Session über Plus-Session über Plus-Session. Lief eigentlich ziemlich gut alles. Schönen Sommer gehabt auch, also mega geile Zeit 2017 gehabt, viel gedatet, viel in Restaurants unterwegs gewesen, also Sachen, die ich mir das vorige Jahr nicht gegönnt habe. Also ich habe schon das Ganze viel lockerer angegangen 2017. Das Jahr davor, da war ich nur am Grinden, also ich habe nichts anderes gemacht, schlafen, grinden. Und 2017 dann halt war alles viel lockerer. Und aber dann habe ich halt den ganzen Sommer durchgegrindet und
Ich habe mir da ein Bankaccount, wie sagt man, Bankkonto hier erstellt gehabt bei Wells Fargo in Las Vegas und habe meine Bankroll dann vorsichtshalber online eingezahlt gehabt. Also ich verlerne mein Deutsch nach so vielen Jahren hier in Englisch, fallen mir manche Wörter nicht mehr ein. Ja, und dann im Sommer irgendwann bin ich dann auf dem Weg zum Mandalay Bay gewesen, habe dann getankt auf dem Weg kurz vor vom Mandalay Bay, ist eine Tankstelle auf Hacienda Boulevard, vielleicht kennt der eine oder andere, Chevron Tankstelle, und ich habe dann da mit meiner Karte bezahlt, da mit der Harley voll getankt, und auf dem Weg zum Mandalay Bay hatte ich nur irgendwie so ein Stack oder so in meiner Tasche, habe dann mich hingesetzt, habe mein Stack verloren und wollte dann im Mandalay Bay Geld abheben. Und dann stand da irgendwie nur noch 70 Euro Guthaben. Also meine ganze Bankroll war komplett weg innerhalb von ein paar Stunden, weil die hatten da irgendwie so ein Cover drauf gemacht gehabt auf dieser Zapfsäule, wo sie meine Karte geklont haben. Und als ich meinen PIN eingegeben habe, dann konnten die das irgendwie abfilmen. Krass. Und ja, die haben mir mein Konto dann halt leer gemacht. Und ja, ich hatte dann irgendwie nur noch so 70, 80 Dollar in meiner Tasche wieder. Bin dann nach Hause gefahren, irgendwie erstmal mega Depri, wusste nicht, was ich machen soll, Bank angerufen, die meinten, das kann einen Monat dauern. Erstmal meinten sie, das dauert eine Woche, also habe ich eine Woche lang gar nichts gemacht, immer im Zimmer unterwegs, ein bisschen mit Fabi abgehangen, aber die Woche halt war mega, wenn du jeden Tag zockst und dann auf einmal gar nicht zocken kannst, das ist halt irgendwie scheiße. Ja, nach der Woche hat die Bank dann gesagt, das kann noch ein, zwei Monate dauern, weil da so viel Geld ist, und wir müssen sicher gehen, dass das wirklich irgendwie geklaut wurde und dass das nicht irgendwie, was weiß ich. Und dann habe ich damals durch den Tobi, der Tobi Block, der hat früher für Poker News, Poker Strategy, für Poker Strategy hat er Videos gemacht. Kennt der eine oder andere. Der hat für HD Poker gearbeitet und der hat... Was ist das, HD Poker? HD Poker ist sowas wie Zenga, so Play Money Poker. Okay. Und mit ganz viel Designs und ganz viel Collectibles, wie sagt man hier, so die Avatare und so, die du dann sammeln kannst. Mhm. Und, so wie GG Poker das ja auch macht mit Sammeln und wenn du ein Turnier gewonnen hast. Nochmal viel krasser einfach als GG Poker. Also die ganzen Räume, die haben alle Länder, alle Städte und alles richtig krass designt auf High-End-Designs halt einfach. Und das war halt eine mega Welt für mich, einfach weil ich aus der Grafikdesign-Welt komme und Poker. Und da hat der Tobi mich dann halt vermittelt und meinte ich dann, ob ich als Grafikdesigner irgendwas für die machen kann in der Zeit, wo ich auf mein Geld warte. Und ja, ich wurde dann direkt mit 70.000 jährlich eingestellt. Und das war halt mega Rettung für mich auch. Weil wenn du hier in den USA lebst, dann musst du dir einen Kredit aufbauen, damit du dir irgendwann ein Haus kaufen kannst, Auto kaufen kannst und all so Sachen. Mhm. Und hatte ich halt alles nicht. Das war halt perfekt für mich einfach. Mega Start. Hätte nicht besser laufen können für mich mit dem Job. Und das war halt so viel Geld auch, dass ich... Ich habe vorher nie so viel Geld verdient, 70.000 im Jahr, das war für mich einfach krass und wollte den Job halt eigentlich nicht loswerden. Ich habe mich auch voll reingehangen, also ich habe kaum Englisch gesprochen zu der Zeit. Okay, also das heißt, du musstest dich erstmal... Voll, also okay. Wir haben Meetings geführt, die haben da irgendwas gequatscht, ich habe gar nicht mitbekommen. Ich musste immer versuchen, alles mitzuschreiben und dann in Translator manche Wörter falsch noch mit aufgeschrieben, in Google erstmal gucken, was das Wort bedeutet. Und alles übersetzen und so weiter, aber ich hab da so viel gepaukt und so viel gelernt in ganz kurzer Zeit, dass ich dann irgendwann mich zum Creative Director hochgearbeitet habe und dann selber Meetings leiten konnte. Also das ging mega schnell auch, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, aber irgendwie habe ich es geschafft. Und das Krasse ist, damals, als ich als Grafikdesigner angefangen habe mit 11, 12 und so, da haben wir so Flash-Webseiten gemacht, die sind so animiert gewesen. Und da gab es eine Seite, die hat Awards ausgegeben an die besten Flash-Webseiten. Das waren so, die habe ich halt immer gefolgt. Da war eine Webseite, die hieß Too Advanced. Das war so eine meiner Lieblingswebseiten überhaupt also wenn man so Webseiten-Nerd ist, dann interessiert man sich halt für sowas. Und meine Lieblingswebseite damals war Too Advanced und die haben halt immer diese Awards gewonnen. Und ganz viele Jahre später habe ich dann die Gelegenheit gehabt, der Creative Director von dem Design-Team von Too Advanced zu sein. Also der HD-Poker hatte deren Design-Team aufgekauft gehabt
Und die haben dann für HD Poker gearbeitet und zufälligerweise war ich dann deren Chef. Und ja, dann habe ich das dann irgendwie 7 Jahre lang gemacht mit Kredit aufbauen, damit wir ein Haus kaufen könnten. Also für mich war klar, dass ich meine Frau heiraten werde. Das war Liebe auf ersten Blick. Und ja, das, also mein Plan war es. Aber sie ist nicht Deutsche, ne? Nee, sie ist Mexikanerin, ja. Also das heißt, als du sie kennengelernt hast, hast du schon die Sprachbarriere, weil du gar nicht so gut Englisch konntest. Ja, das, da habe ich auch viel natürlich gelernt. Wenn man zu Hause nur noch Englisch spricht, dann geht das halt schnell. Ja, krass. Wie lange hast du gebraucht, bis du denkst, dass du fluently Englisch konntest? Ja, dadurch, dass ich halt in Deutschland alles so, die Videos und so, die ich geguckt habe, war immer alles auf Englisch. Also mein Verstehen konnte ich alles, nur konnte ich das nicht so gut antworten. Also das ist krass, das finde ich nämlich auch, weil ich verstehe, glaube ich, ganz gut Englisch. Sprechen fällt mir aber allerdings immer schwerer. Und wenn man so ein bisschen drin ist, dann geht es immer besser. Und ich denke, klar, wenn du bist ja gezwungen, ne, du musst ja mit der Sprache jetzt klarkommen, dann geht das wahrscheinlich relativ fix, ne? Ja, es gab, also dir fallen gewisse Wörter halt einfach nicht ein. Das ist das Problem, was ich jetzt mit dem Deutschen auch habe. Wenn ich jetzt 1-2 Wochen in Deutschland abhänge, dann läuft das auch wieder. Ja. Das ist dann nicht, dass ich konnte vorher, mein Deutsch war vorher schon scheiße, aber jetzt halt noch beschissener. Aber ja, also das hat 1 Jahr oder 1,5 Jahre gedauert oder so, bis ich dann fluent war einfach. Mhm. Gut Englisch sprechen konnte. Und ja, dann Design-Team übernommen und zwischendurch ein bisschen gegrindet auch. So an Wochenenden bin ich dann nur noch spielen gegangen. Wollte mich erstmal nur noch auf die Arbeit konzentrieren. Hat auch mega Bock gemacht, muss ich sagen. Also wie gesagt, das waren halt 2 Welten, die ich wirklich geliebt habe. Und ja, und dann ein Sonntag, kann ich mich noch erinnern, das war Oktober, glaube ich, oder November, Oktober meine ich. Welches Jahr? 2017, wo dann in Mandalay Bay das Shooting war. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als die Schießerei da losging. Ach so, ja, genau. Da habe ich ja selber noch gar nicht gepokert, aber ich kann mich natürlich daran erinnern, weil das ja durch die Medien ging. Ja, da war ich zufällig halt da im Mandalay Bay. Ach, in dem Moment, wo das passiert ist? Genau, an dem Moment. Ich saß da am Pokertisch. Ich habe das nur bei Daniel Engels im Blog gesehen, als das passiert ist, dass er dahin gefahren ist, geholfen hat, weiß nicht, was genau ging, aber auf jeden Fall irgendwie den Leuten da irgendwie geholfen hat. Ja, genau. Na, das war die Zeit. Also ich habe da Mandalay Bay gezockt zufällig und wir haben ein bisschen gespielt und der mir gegenüber saß, hat sein Telefon rausgeholt und dann ist er auf einmal aufgestanden, so mega hektisch. Und meinte, hey, meine Schwester ist gegenüber am Konzert und da ist jemand, der schießt rum vom Mandalay Bay aus, der läuft hier im Mandalay Bay rum. Und dann direkt natürlich jeder Panik. Ich habe das allererste, was ich gemacht habe, war also ohne eine Sekunde zu warten. Also, da waren die Leute, haben noch weitergespielt, die Lila saßen da noch und so weiter. Ich war der allererste, der mein Geld direkt genommen hat und direkt ausgecashed. Und war aber auch schon zu spät. Also sobald ich mein Geld bekommen habe, ist die Panik total ausgebrochen. Also die Leute, konntest du sehen, die sind alle im Casino-Floor losgerannt. Und Leute haben geschrien, dass der Shooter im Gift-Shop ist, was direkt um die Ecke ist vom Poker-Room. Und ich war sehr gut befreundet mit den Dealern und mit den Managern da. Der hat mir dann an die Hand gepackt und haben uns im Büro versteckt. Jetzt das Problem, wir saßen so im kleinen Raum mit 2 Türen. Eine Richtung Pokerraum und die andere Tür Richtung Casino-Floor. Also hätte er da jetzt die Tür aufgemacht, dann hätte er irgendwie 5, 6 Leute direkt erschießen können. Wir saßen da einfach wie so Hühner auf dem... einfach nur gewartet, bis der reinkommt eigentlich. Dann klopft es auch, aber kam SWAT-Team, glücklicherweise. Krass. Ja, und dann haben die uns erstmal in den Gym gebracht. Da kann ich mich noch dran erinnern. Wir saßen dann mit 200 Mann in dem Gym in Mandalay Bay. Mhm. Auch da wieder nur eine Tür, haben wir alle natürlich Schiss gehabt, dass wenn der jetzt durch diese Tür reinkommt, dann also ist es halt perfekt. Die sitzen hier alle auf dem Boden, können uns locker erschießen. Also diese Gedanken kommen dir ständig in den Kopf. Und da habe ich noch ein kurzes Skype-Interview mit der Bild-Zeitung gemacht, da, bevor ich kurzes Interview mit Bild-Zeitung gemacht und dann waren wir da nochmal für eine Stunde und dann sind wir von da aus runter in den Keller und dann haben wir uns da versteckt für 9 Stunden. Also bis zum nächsten Morgen waren wir dann alle im Keller. Ja. Aber ich krieg das chronologisch nicht mehr hin. Der wurde ja, glaube ich, dann erschossen, oder? Oder hat er sich selbst umgebracht? Ja. Aber ging das nicht dann relativ zügig?
Das hat alles irgendwie so eine Stunde, glaube ich, gedauert. Und da habt ihr nichts von mitbekommen, dass ihr dann 9 Stunden da unten gesessen habt? Wir wussten nicht, ob es mehrere sind, ob sie noch, der hat sich halt irgendwann oben selber umgebracht, aber zu dem Zeitpunkt haben sie noch gesagt, da gibt es einen Shooter im MGM, da ist noch ein Shooter irgendwo anders und im Tropicana und also sie wussten nicht genau zu dem Zeitpunkt, an dem Tag wussten die nicht genau, ob es nur einer ist oder ob es mehrere sind. Okay. Und ja, sicherheitshalber mussten wir uns da verstecken. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich so für Business-YouTube-Channels und so interessiert, aber Grant Cardone war auch da. Der hat sich damit versteckt gehabt. Das ist so einer der Top-Influencer in Richtung Business und Real Estate und also Sachen. Mega bekannter, der Kerl. Ja, der war auch an dem Abend da. Er saß mit dir in dem Gym. Ja. Krass. Der war der Einzige, alle anderen total in Panik, auf dem Boden gesessen und so weiter. Der war der Einzige, der auf dem Laufband, der ist die ganze Zeit auf dem Laufband gewesen. Langsam hatte da Sport gemacht. Mhm. Es war auch mal eine krasse Erfahrung dann halt. Ne? Ist ja eigentlich auch krass, ist ja anders als wie vor noch mal ein paar Jahren früher. Man hat ja das Handy, man kann sich eigentlich informieren, wie ist Stand der Dinge da draußen. Ja, wir hatten schon einen Fernseher da und Telefon und so, ging schon. Aber ich weiß nicht, das SWAT-Team wollte halt einfach nochmal so sicher gehen, dass uns nichts passiert, wenn wir da jetzt rauskommen. Ja. Vor allem, glaube ich, weil dieser Grant Cardone da war. Also halt ein Multimillionär, der reichsten Leute hier in Amerika. Und den haben sie da halt nochmal extra behandelt. Da war dann mit seinen ganzen Business-Leuten da. Die haben so eine private Pokerrunde da gehabt. Okay. An dem Abend. Und ja, also es war auch mal ein Erlebnis, mal eine Woche mega Depri gewesen, weil also mir gingen dann Sachen durch den Kopf wie, ja, jetzt hast du Family und alles da in Deutschland, keiner hier für dich, der mit dem du jetzt abhängen kannst in der Woche. Zwei Tage war ich zu Hause, ich bin gar nicht zur Arbeit gegangen, nichts, gar nichts gemacht. Mhm. Und also ich war mega im Tiefpunkt irgendwie, ganz, ganz. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, weiß ich nicht genau wieso, aber es war halt ein Erlebnis irgendwie, etwas Neues, wo ich nicht mit klarkommen konnte. Noch. Ja, das können wir uns halt nicht vorstellen, ne? Dass ja. Leute Waffen zur Verfügung haben, rumschießen können, wie sie Lust haben, gefühlt. Ne? Das ist halt natürlich ja. In Amerika ein bisschen anders durch das Waffengesetz. Über 60, also knapp 70 Leute hat er umgebracht und mehrere Leute, also die ich kannte auch, die waren dann auch an einem Konzert. Und eine Mitarbeiterin hat, ich glaube, ihre Cousine oder so direkt neben ihr erschossen worden. Das war auch, also du hörst dann halt diese Geschichten und so und dann bist du sowieso in diesem, es war halt mega, mega schwer, schwere Zeit auf jeden Fall. Was mich da rausgeholt hat, war eine Party mit Dan Bilzerian. Zum Ende der Woche. Der war mal Ambassador bei GG Poker, weiß ich noch. Ja. Wird da komischerweise irgendwann nicht mehr. Stimmt, der ist auf jeden Fall krass drauf. Ja, erzähl, was war mit dem? Es war einfach so eine Home-Party-Geschichte in den Panorama Towers. Das ist so ein Hochhaus direkt hinterm Aria, wo die meisten Pokerspieler wohnen. Und da wurden wir da eingeladen und haben ein paar Spiele gespielt und so weiter. Wir waren so besoffen auch, dass die uns irgendwann mal rausgeschmissen haben sogar da. Aber der Dan Bilzerian ist dann mit uns runter und dann haben wir noch Fotos gemacht an dem Abend. Und das war auf jeden Fall ein mega lustiger Abend und das hat mich dann so ein bisschen wieder zurück ins Leben gebracht. Und, ja, muss ich sagen. Glaube ich. Und und dann ging es da, also von da aus einfach nur noch erstmal auf Arbeiten konzentriert und Haus kaufen und Family gründen und so weiter. Also das war erstmal Hauptpriorität für mich, so dass ich das mit meiner Frau aufbaue, also so wie wir uns das vorgestellt hatten. Und Poker war dann für fast 2 Jahre war erstmal gar nichts. Also ich habe dann kaum ein bisschen WSOP.com hier online zwischendurch mal ein paar Sessions hier und da. Kann ich mich noch erinnern, 2018 habe ich mich dann ein, zwei Monate im Venetian hingesetzt, habe ich einen 5K-Roll aufgebaut und dann im WSOP-Zeit direkt wieder verbraten in Turniere. So ging das dann für 2 Jahre ungefähr. Zwischendurch halt einfach nur hobbymäßig gespielt. Und bis ich dann mega im Burnout war durch die Arbeit. Also
weiß ich, das hört man ja immer in den Filmen und so weiter, wie das hier ist, wenn man für amerikanische Firmen arbeitet. Das ist schon viele Stunden grinden und harte Arbeit an Wochenenden, Geburtstagen, Weihnachten, Neujahr. Ich habe alles durchgegrindet, alles an jeden Abend gab. Ich war ja Creative Director, ich musste halt zusehen, dass die Jungs pünktlich abliefern und dass alles gut aussieht. Und ich muss mich um alles kümmern. Und ja, nach 7 Jahren. Es gibt ja auch kaum Urlaubstage. Ich hatte null, also ich habe 7 Jahre gar keinen Urlaub gehabt. Wir sind mal zwischendurch nach L.A. oder so, aber es war wirklich war kein richtiger Urlaub. Und ja, ich war dann einfach irgendwann mega im Burnout. Also ich war total platt, konnte gar nichts mehr. Farben konnte ich nicht mehr richtig sehen, Essen hat nicht mehr geschmeckt, ich konnte nicht mehr lachen. Weiß nicht, also total, total schwierige Zeit auch. Ich hatte gar keinen Bock mehr auf die Arbeit. Und so habe ich mich dann einfach mit $500 wieder an den Tisch gesetzt und da wieder eine Bankroll aufgebaut. Und ja, nebenbei zwischen HD Poker und Poker, also beides halt ein bisschen eingemixt. Und ja, irgendwann hat er dann gemerkt, dass ich dann nicht mehr 200% gebe auf der Arbeit, sondern nur noch 100% gebe. Und das war dem dann wahrscheinlich nicht mehr zu gut genug. Ich habe auch viel mehr verdient zu dem Zeitpunkt. Und ja, es hat sich dann nicht mehr getragen irgendwo. Und die haben dann mehrere Leute entlassen und ich war dann einer davon. Das war vor 2 Jahren fast. Ah, okay, das wusste ich nicht, dass das quasi der, also dass dadurch, dass du den Job verloren hast, dann genau ging es weiter mit dem Pokern. Genau, ja, also auch da, also ohne Manik und ohne Daniel Engels hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Manik im Sinne von, der hat mich eine ganz, ganz kurze Zeit lang gestaked, weil ich kaum Roll hatte. Manik Löser müssen wir dazu kurz hier in den Stream schmeißen, dass ihr wisst, um wen es geht. Also High Roller Pokerspieler aus Deutschland oder beziehungsweise nicht mehr lebend in Deutschland, aber einer der bekanntesten wohl, die es so gibt. Genau, der. Den habe ich auch mal interviewt, also falls ihr das Interview nicht kennt. Kenne ich. Ja. Ja. Genau der, ja, der, also wie die Art und Weise, wie der mit mir geredet hat, diese Confidence, die der mir immer wieder zugesprochen hat, meinte dann, also, keine Ahnung, ich meinte, ich will, keine Ahnung, dieses Jahr Goal, ich will 100k bis zum Ende des Monats machen und so weiter. Und der hat immer im, wenn du die 100k erreichst, also für den war es immer so, die Art und Weise, wie der geredet hat, war immer, wenn du es erreichen wirst. Das war nie vielleicht oder, weißt du? Du wirst es erreichen wirst und wenn es dann erreicht hast. Okay. Genau. Und ja, da hat mir so viel Mut immer zugesprochen und so viel Confidence gegeben, dass und da hat mich natürlich auch gecoacht eine Zeit lang, also das hat mir mega viel geholfen und dann wollte ich auch wsop.com online halt auch einsteigen, da hatte Daniel Engels mir mega viel geholfen, mehrere Coaching-Sessions mit dem gemacht und das war dann halt vor 2 Jahren, 2,5 Jahren oder so. Und ich kann heute noch jeden Tag nach, wenn ich irgendwelche interessante Hände oder so habe, kann ich den das schenken und die schicken und die sagen wir dann, wie die das gespielt hätten und so. Aber ja, das war so der Start. Also ohne die beiden hätte ich es wahrscheinlich nicht gepackt, weil mir hat die Confidence halt komplett gefehlt. Mhm. Und auch spielerisch war ich halt noch nicht so gut, muss ich sagen. Ja, und ja, ab dann ging es dann einfach los. Also ich habe dann nur noch gestudied, nur noch Solver und keine Ahnung, 15 Minuten, 20 Minuten Online-Grind, direkt Hände durchgehen. Und dann wieder 15 Minuten Grind und dann wieder zum Solver Hände durchgehen. Also das habe ich über Monate, das ganze Jahr lang quasi so gemacht, bis ich so eine eigene Vorstellung vom Solver hatte. Ich habe dann immer noch im Live-Grind meine eigenen Fehler gemacht, weil ich zu sehr GTO, also habe dann so ein bisschen meinen eigenen Stil verloren gehabt. Und so richtig ging es erst los für mich, als ich die Solver-Welt mit meiner eigenen Welt gemixt habe. Also so. Ja gut, das ist ja das, was wo viel diskutiert wird, immer bei uns im Chat auch, dass die Leute sagen, ja, Solver Bullshit im Live-Pokern. Wie siehst du das? Ich denke, Live-Poker kommt drauf deinen Tisch an, also wenn du jetzt 1-2, 1-3 spielst, dann kannst du das komplett weglassen, aber ab 2-5 denke ich, ist Preflop und Flop GTO ganz wichtig. Kommt auch auf deine Confidence an und auf deine Bankroll und auf deinen Tisch und all so Sachen, aber
Wenn du einen Tisch mit ganz vielen Racks und so weiter hast, dann würde ich sagen Preflop, GTO und Flop GTO und danach Freestyle halt einfach. Turn River. Und ja, so spiele ich das meistens runter. Ja, und seitdem halt 2-5-5-10 Grind. Wenn der Manik hier im Sommer ist, dann überredet er mich immer ein bisschen höher zu spielen oder so, zwischendurch sogar mal 20-40 mit dem geschottet. Der kauft dann mal ein bisschen Action oder so, dann, damit ich mich dran traue, auch höher zu spielen. Aber ja, seitdem nur noch an den Tischen. Also spielst du quasi gestaked aktuell? Nicht mehr, nee. Nicht mehr, okay. Das war nur für einen Monat oder fast 2 Monate war das gesehen, weil ich kaum Rolle hatte. Und dann somit konnte ich mir ein bisschen Geld aufbauen. Ich habe einen Hardcore gegrindet. Manik hat ein bisschen dran verdient und ich hatte ein bisschen Geld, auch nicht viel, also ein bisschen Startkapital, um wieder dann loslegen zu können. Und ja, seitdem auf eigene Faust unterwegs hier. Aber für die, die es vielleicht sich nicht vorstellen können, du brauchst ja schon am Ende des Monats, du bist dreifacher Familienvater, du hast ein Haus, das du abbezahlst, du hast eine Frau, die glücklich sein möchte natürlich. Wie kalkulierst du, dass du, hast du dadurch, dass du Cashgame-Profi bist und nicht Turnier-Poker-Profi, was ja schon mal ein Riesenunterschied, weil die Varianz einfach deutlich geringer ist, die Swings deutlich geringer sind, kannst du das kalkulieren? Wie sieht das aus? Wie sieht dein Alltag auch aus? Also das ist auch mal, glaube ich, ganz spannend für mich ja, und für den Rest hier. Dadurch, dass ich eine Zeit lang halt mega Gas gegeben habe auf der Arbeit und auch für 3 Firmen gleichzeitig gearbeitet habe und so weiter, Creative Director hier, Creative Director da, habe ich ganz viel Geld verdient und ich habe nur noch gearbeitet und das Einzige, was mich dann noch ein bisschen glücklich gemacht hat, war unser Lebensstil halt schöner zu machen, was ein Fehler war jetzt im Nachhinein. Ich habe nie daran gedacht, dass ich dann irgendwann mal gar nicht mehr arbeiten möchte und nur noch pokern will. Habe dann halt natürlich hier ein Riesenhaus gekauft mit Pool und 3 Autos und eine Zeit lang hatte ich, glaube 6 Autos oder so, mit so Classic Mustangs und also so krank. Oldtimer und so weiter. Zum Beispiel da hinten, was da hängt, oder? Das war mein altes Auto, das ist jetzt in Frankreich, wurde nach Frankreich verschickt. Ja, das ist dann zu viel aufgebaut, was sich dann mit Poker dann einfach nicht tragen lässt, weil vor allem, wenn man 2-5 und 5-10 spielt. Das also, müsst ihr euch mal vorstellen, Chat. Von $70 auf das ist schon krank, die Story, schon jetzt. Ja, von nichts, ja. Und ich habe dann jetzt die letzten 2 Jahre wirklich hardcore durchgegrindet. Ich durfte keinen Tag aussetzen, gar nichts. Und das macht mir aber auch nichts aus. Also ich bin sowieso so, also wenn ich einen Tag nicht grinden kann, dann fehlt mir was. Von daher war das jetzt kein Problem, aber schon anstrengend. Also wenn du nachdenkst, dass ich stehe halt so meist um 8 Uhr morgens auf. Die Twins, also ich habe Zwillinge, die sind 3 Jahre jetzt mittlerweile. Die kommen um 8 und wecken mich auf. Und, das ist spät, bei mir geht es um 6 los, 6:30 spätestens. Ja, okay, dann hätte ich noch weniger Schlaf, aber okay. dann geht man, also meine Frau, die arbeitet von Sonntag bis Mittwoch, bin ich mit meinen Kindern alleine tagsüber. Dann geht es direkt los, Frühstück machen und mit denen spielen und wir sind wirklich jeden Tag, machen wir irgendwas. Die wachsen ganz anders auf wie ich, also ich war immer auf eigene Faust, weil mein Papa selbstständig war, alleinerziehend. Wo warst du? Wo bist du groß geworden? In Köln, in Hürth bei Köln. Mhm. Und ja, meine Kids sind halt 24 Stunden mit mir und wir machen alles zusammen. Und von alles, halt, Frühstück machen, putzen, ich kümmere mich um alles tagsüber. Und dann um 5, 6 Uhr kommt meine Frau nach Hause, dann essen wir zusammen und dann geht es schon los zum Live-Grind. Und dann bin ich da meistens bis 2, 3 Uhr nachts und dann komme ich dann nach Hause, haben wir so 20 Minuten Fahrt. Also wenn ich Glück habe, bin ich um 3 Uhr im Bett oder um 4 meist. Und um 8 geht es dann halt wieder los. Um 8 wecken sie mich am nächsten Tag wieder auf. Wie oft spielst du Cash Game in der Woche? Jeden Tag. Jeden Tag, okay. Ja. Also weil ich muss, du hast natürlich einen Lifestyle gehabt, dementsprechend, was du auch verdient hast als Creative Director.
Jetzt bist du Cash Game Rack oder Cash Game Pro, spielst 2,5 im Schnitt. Ja. Ist das nicht vom finanziellen Faktor schon nochmal ein Unterschied? Absolut, ja. Also ich habe glücklicherweise, wie gesagt, durch diese Coachings und so weiter, bin ich renne über die Tische da. Also muss sagen, dass ich glaube, also ich gehe sowieso jeden Tag mit dem Mindset an den Tisch, dass ich der beste Spieler bin in den Casinos hier. Gegen die Leute, gegen die ich spiele, ist das auch meist so. Ja, ich hab einen mega guten, eine gute Hourly gehabt im Area. Zeitlang sogar, also über den Durchschnitt. Wo liegt die? Ich war ganze Zeit bei 130 Dollar die Stunde und dann irgendwann mal unter 90, was für 2,5 immer noch weit über den Durchschnitt ist. Und, ja, würde ich auch behaupten. Und dadurch konnte ich, also das, aber da kommt halt mega Grind mit rein. Also wenn die Leute irgendwie nach einem Double-Up nach 3 Stunden nach Hause fahren, dann sitze ich da noch halt und dann grind ich halt meine 8 Stunden, 10 Stunden pro Tag. Ja. Also du, okay, das war meine nächste Frage, wie viele Stunden? Ja. Ja, eigentlich immer so, also mindestens 6. Also das ist so mindestens, also kommt drauf an, wie müde ich bin dann. Mhm. Ja. Ja, und dann 7 Days, also 7 Tage die Woche. Ja, also kann mir auch nicht im Moment. Also ich habe eine ganze Zeit lang darüber nachgedacht, was ich mit meinem Leben machen möchte, ob ich das so jetzt weiter durchziehen will, jetzt nur noch Poker Pro. Und man denkt auch darüber nach, dass man jetzt in den Vlogs zum Beispiel sagt, ja, ich bin Poker Pro und ich möchte als Poker Pro auch, dass die Leute mich als Poker Pro kennen und so weiter. Aber das ist halt ein Fehler meiner Meinung nach, weil ich halt mehrere Skills habe einfach. Und ich sehe das Pokern mittlerweile als Business und nicht mehr als spielerisch Geld verdienen. Was wahrscheinlich ein sehr wichtiger Schritt ist. Ja, und ich versuche mehrere Businesses mittlerweile aufzubauen und ich würde gerne in Real Estate einsteigen. Ich würde gerne wieder weiterhin Grafikdesign machen tagsüber und abends dann grinden und mir so mein Leben gestalten, so wie ich es gerne hätte. Also nicht, dass ich die kann mich kaputt grinden, das so, macht ja auch keinen Sinn. Auf Krampf jeden Monat versuchen, eine gewisse Zahl zu erreichen, ist halt mental irgendwann mal einfach, geht man halt einfach kaputt. Und ich könnte es mir halt viel einfacher machen für mich, wenn ich im Grafikdesign-Bereich tätig bin am Tag und pro Jahr ein paar Real Estate-Deals noch mache und meinen Grind immer noch weiterhin fortsetze und dann am besten auch. Also Real Estate muss man kurz für die anderen, das ist quasi wie so ein Immobilienmakler, der Leute, also wo du halt Häuser, Wohnungen vermittelst und daran dann quasi deine Provision hast, ne? So. Genau. Ja. Oder kaufen und verkaufen, flippen, also renovieren. Ach so, okay, das ist was anderes. Solche Sachen auch. Ah, okay. Ja, alles, was mit Häusern zu tun hat, habe ich schon immer Bock drauf gehabt. Mein Papa hat in Deutschland mehrere Häuser und liegt mir auch so ein bisschen im Blut. Ich bin mal mit meinem Papa im Laden groß geworden. Also ich war immer bei allen Businesses dabei und so weiter. Das ist auch einer der Gründe, warum ich, glaube ich, so gut bin mit Reads am Tisch. Also ich habe total dieses Business-Feeling einfach drin. Was macht denn bei dir an einem Cash-Game-Tisch? Sagen wir mal, welchen Cash-Game, besitzt am Cash-Game-Tisch, welchen Typ von Spieler hast du am liebsten dran? Glaubst du, du machst dein Geld am meisten durch Reads oder dadurch, dass du durch Study einfach so ein gutes strategisches Wissen hast? Und welcher für uns, genau, sind zwei Fragen in einem. Welcher Spielertyp? Und zweite Frage, was ist deine Waffe als Spieler? Spielertyp würde ich sagen, die passiven Leute hier so in Vegas, also die halt kaum online spielen und gar keine Ahnung von also natürlich halt die Fische halt einfach. Das war ein Flugzeug Rolling Line. Das war ein Flugzeug, was vorbeigeflogen ist. Oh ja. Bei mir oder bei dir? Müsste jetzt wieder besser sein. Nee, bei dir war gerade ein Flieger. Also, kurz Bescheid geben, Chat. Besser wieder? Besser jetzt, ja. Okay, alles klar. Versuche ich mit dem Mikro. Nee, passt wieder, ja. Spielertyp weiß ich gar nicht so, wenn ich sage. Ich würde sagen, einfach die passiven Leute, weil die kann man halt immer leichter bluffen und ausspielen und all so Sachen. Also da call ich halt auch mit Anytwo wirklich. Und ich habe halt immer ein Feeling für, wenn sie
wenn sie stark sind und wenn sie nicht stark sind. Bet Sizing sind immer falsch und dann checken sie Turn Behind und so, dann kannst du River bluffen und so. Also einfach Spieler, wo die man leichter ausspielen kann. Passive Spieler. Passive Spieler, ja. Mhm. Die Games, wo weniger gedreibettet wird und so weiter, liegen mir natürlich am besten. Also da kann ich eine weitere Range spielen und öfter mal klauen und so weiter. Das macht es einfach viel einfacher und es macht auch mehr Spaß, um ehrlich zu sein. Also wenn du die ganze Zeit am Tisch sitzt mit Leuten, die in jeder Hand gedreibettet wirst, wo du ständig drüber nachdenken musst, ja, jetzt 4-Bet, was auch immer, dann ist zwar mehr challenging, das kann auch Spaß machen, aber wenn es darum geht, am Ende mit mehr Geld nach Hause zu gehen, dann sind die passiven Tische einfacher natürlich. Und ja, ich würde sagen, das liegt mir besser. Spielst du dann auch, sitzt du am Tisch und merkst, okay, der Tisch ist nichts, ich stehe auf und suche mir einen anderen? Nee, das habe ich früher so gemacht, aber mittlerweile, wie gesagt, ich gehe mit dem Mindset daran an den Tisch, dass ich immer denke, ich bin der Beste sowieso. Und ist mir scheißegal, an welchem Tisch ich sitze. Also ich sitze mal am selben, ich bin zu faul, um ein Table. Das ist so wahrscheinlich ein Fehler. Ich könnte die Auli vielleicht noch mal ein bisschen pushen, wenn ich Table changen würde. Aber ich mache so oder so Geld, von daher ist mir das egal. In welchen Casinos spielst du am meisten? Aria ist mein Main. Da, wo wir uns gesehen haben. Ja. Genau, da bin ich eigentlich 2,5 Regular. Und ansonsten 15 in Bellagio, da ist 1500 Bayern, mittlerweile mehr, glaube ich. Und ja, also entweder Bellagio 15 oder Aria 2,5 ist so mein Main. Aber es ist gecapped, also die Leute können sich nicht hinsetzen mit 50.000? 2,5 ist mit 1500. Mhm. Du kannst dich mit 1500 einkaufen und das macht es auch einfacher, diese hohe Hourly zu erreichen, weil die machen halt viele Fehler und die haben keine Ahnung von Deep Stack Poker und gehst halt mal rein für $1,500 oder 3K oder so in einem 2,5 Game. Das passiert schnell. Was war der größte Pot, den du selber schon mal, egal, erzähl mal, wenn du dich daran erinnern kannst, gerne mit allen Details. Was war der größte Pot, um den es mal ging? Ich habe mehrere Male konstant so gleich viel, also immer so im 4,5K-Bereich. So. Mhm. Das war so, glaube ich, das waren so die größten. Ich kann mich einmal an einer Hand, glaube ich, nur erinnern, wo es zu dritt reinging. Da hatte ich halt Asse und also langweilige Hand. Asse gehabt, zu dritt All-In und da habe ich 4,5K. An dem Tag habe ich sogar eine Box im Aria bekommen und einer der Spieler, mit dem ich jeden Tag da spiele, auch so ein Grinder, der meint, ja cool, jetzt hast du halt Geld, damit du in die Box packen kannst. Das war so ein 4.500 Dollar. Also ich habe einmal einen 6K-Pot verloren im Kings Casino letztes Jahr. Das war lustig. Das war der größte Pot, glaube ich, verloren. Okay. War jetzt noch die Hand? Ja, ich hatte halt mega Lauf gehabt erstmal. Auch eine mit, ich glaube, 6-7 hatte ich suited. Habe ich Open-Ended Straight Flush Draw gefloppt gegen Kings und Aces. Und habe ich die Hand erstmal gewonnen, hatte ich einen Mega-Stack. Und dann hat sich ein Italiener an Tisch gesetzt, mit dem ich mehrere Sessions gespielt habe, auch viel gebattelt und so weiter. Und dann habe ich gegen den Preflop reingekriegt, Aces gegen Kings. Und ich habe halt Asse gehabt und der Kings und dann kam König am River. Und das war irgendwie über 6K. Okay. Scheiße. Aber zu der Zeit hat es dir dann nicht mehr so weh getan. Ja, 6K-Pot tut schon immer weh, also egal wer. Ja, klar. Ja, absolut. Ne. Ja, auch letztens, wo du meintest, irgendwie so, wo ich meinte, $170, wo ich meinte, Kleingeld, das ist natürlich ein Joke. Also jede. Wehtun tut es nicht, aber man möchte ja nicht verlieren, ne? Ja, ja. Gibt es da denn so eine Szene in Vegas mit Cash Game Pros, die vernetzt sind, oder geht ihr euch aus dem Weg? Wie ist da so der Vibe? Nee, doch, es gibt also, wenn du mit den Leuten jeden Tag spielst, dann kommt man in Gespräch, tauscht Nummern aus und gab auch eine Zeit lang so eine Gruppe, wo wir irgendwelche Top-Golf und also Sachen gemacht haben, Golf spielen oder so. Doch, also man macht schon Freunde, nur ist es halt ganz komisch. In Vegas kann man nicht sagen, dass man wirklich Freunde hat. Also es ist so,
ist jetzt nicht so, dass die zum Abendessen vorbeikommen würden oder so, weißt du? Also es ist nicht so wie in Deutschland. Die Freunde, die ich in Deutschland habe, die waren, auf die konnte ich mich immer verlassen. Das fehlt mir auch total hier, seitdem ich hier wohne. Also ich bin total auf mich alleine gestellt. Ich habe zwar den Daniel Engels hier, der Fabian ist mein Nachbar, aber ich sehe die Jungs nie. Wenn es irgendwelche Probleme gibt oder irgendwas ist, ich bin immer auf mich alleine gestellt. Aber in Deutschland, im Ganzen, keine Ahnung, ich habe mich daran erinnert, dass ich einmal umziehen musste, habe ich meine Jungs angerufen, sind die alle, haben alles stehen lassen und sind direkt gekommen, haben mir geholfen beim Umzug. Genau. Und ja, hier habe ich halt niemanden, ne? Und ja, die Freunde, die man an den Pokertisch macht, die sind halt so auf einem anderen Level halt einfach. Die sind, mit denen kannst du dich über andere Sachen unterhalten, aber die würden dir jetzt nicht helfen, wenn du irgendwelche Probleme hast. Okay, also das Gerücht, dass Amerikaner so oberflächlich sehr nett sind, aber dass da keine tiefen Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen entstehen, das ist nicht der Fall. Oder eher schwieriger. Ja, also Business-Freunde, ja genau. Also man hat halt irgendwie so Business-Freunde, aber die kommen halt nicht nach Hause, um dir, keine Ahnung, beim Regal aufbauen zu helfen oder was auch immer. Krass. Ja, okay, das wird mir auch schwerfallen dann. So tiefe Freundschaften sind ja doch was Wichtiges. Gibt's was vermisst du an Deutschland? Brötchen, Mett. Okay. Geil. Mettbrötchen, geil. Autobahn. Autobahn? Ihr habt doch große. Ja, also die Fahrerskills. Ja, die Skills, die man in Deutschland hat, also die Fahrschule und so weiter, ist schon wirklich, wirklich Gold wert. Also die Leute hier in Amerika, die wissen alle nicht, wie man Auto fährt. Okay. Jeden Tag, die fahren halt langsam auf der linken Spur und so weiter und dann hängst du dem nach hinten dran, der checkt das überhaupt nicht, der bleibt dann einfach ganz geschmeidig da. Aber da kannst du ja rechts überholen in Amerika. Ja, soll man nicht, aber das macht man dann hier so. Ja, also es sind mehrere. Also ich weiß nicht, also Amiland ist geil, ich bin mega froh hier zu leben, aber es sind schon einige Sachen, die, ich bin froh, dass ich in Deutschland groß geworden bin, dass ich das deutsche Schulsystem mitgemacht habe, obwohl es da auch mehrere Fehler gab, also meine Schullaufbahn war nicht einfach als Ausländer. Wo warst du? In Hürth oder? Genau, in Hürth, ja. Mhm. So nichts, was ich gut konnte, wurde gefördert in der Schule und ich war halt immer, zum Beispiel in Sport, also ich war halt mega gut in Kämpfen, also so, ich habe gerungen und Bodybuilding und all so Dinge, Sachen gemacht, aber das gibt es ja im Sportunterricht nicht in der Schule. Die wollen halt Fußball spielen oder was auch immer und ich war in allen Ballsportarten immer der Letzte, der gewählt wurde. Ja, aber das ist in Amerika anders. Die fördern einfach alle Sportarten. Das ist jetzt nicht wie hier nur, das finde ich auch, ich meine, ich komme aus der Leichtathletik, war im Leistungssport, ich weiß, ich war sogar in einem Nationalteam zur Jugend, weiß aber genau über den Unterschied Nationalteam Leichtathletik, Nationalteam Fußball. Das sind halt einfach Welten. Und in Amerika fördern die halt einfach alle Sportarten gleich. Und deswegen siehst du halt auch jedes Mal beim Medaillenspiegel, sei es eine Leichtathletik-WM, sei es eine Olympiade, sei es scheißegal was für ein Sport, die sind halt immer vorne dabei, weil sie einfach das besser anpacken da, ne? Und bisschen breitensportmäßig unterwegs sind und nicht nur wie hier in Deutschland, ja, ich stecke mein Kind halt in einen Fußballverein, wenn es ein Junge ist. Und wenn es ein Mädchen ist, keine Ahnung, muss ich jetzt gerade nachdenken, dann. Aber auf jeden Fall bei Jungs erstmal Fußballverein. Ist auch, ich weiß nicht, wie die Kinder hier drauf sind, aber ist egal, was für ein Nerd hier rumläuft. Die sind alle immer gut drauf, die Kids. Und haben, also die haben bestimmt auch ihre eigenen Probleme, aber für mich war das damals in der Schule so. Ich gehe mal zurück zum Anfang wieder, aber. Schullaufbahn war für mich immer das Schlimmste, weil Tag 1, mein Papa war ja alleinerziehend, dann haben wir irgendwann einen Brief bekommen, dass wir gewisse Sachen kaufen mussten für die Schule, so Blöcke und bestimmte Stifte, die genau. Man da haben musste, Mappen und bestimmte Farben und also Sachen. Ja. Und mein Papa hatte den Zettel verloren gehabt und dann sind wir einfach einkaufen gegangen und haben die Frau gefragt, was braucht man so für eine Einschulung? Und die Frau hat uns einfach alles verkauft, wo sie dachte, okay, das könnte helfen. Und dann bin ich damit zur Schule und meine Lehrerin direkt Tag 1 hat mich dann mega zur Sorge gemacht vor allen anderen Schülern, warum ich denn nicht die Sachen habe, die anderen haben. Also, weil ich war ja Kind, 6 Jahre oder so, konnte nichts dafür. Aber das war dann Tag 1, wusste ich direkt, ich bin der Außenseiter hier.
Und das ging dann meine ganze Schullaufbahn auch leider so. Mein Lehrer hat immer gesagt, ich bin einer der schlauesten Schüler in der Klasse, aber der faulste der ganzen Schule. Und das kam leider dadurch, dass ich kein Interesse mehr daran. Also Tag 1 direkt kein Interesse mehr gehabt an der Schule. Und ja. Was hast du denn, wie kamst du zum Pokern dann? Und Durch wann? einen guten Freund damals, 2000, ich weiß gar nicht, was für ein Jahr, aber ich war halt 19. Alex heißt der Junge. Wir haben Silvesterabend halt bei ihm zu Hause. Er hat so einen Pokertisch in Troisdorf gehabt. Bei sich zu Hause hat er oben einen Pokertisch gehabt, hat auch Underground. Troisdorf ist zwischen Köln und Bonn, muss man kurz reinschmeißen. Genau, hat er so Underground zwischendurch einmal die Woche auch Pokerrunden veranstaltet. Und hat also mega geilen Setup gehabt mit Chips und so. Und dann haben wir Silvesterabend da ge gespielt, ein bisschen was gewonnen. Und dann war ich direkt, also das hat mich, ich fand das beste Spiel der Welt, direkt. Hat mir mega Spaß gemacht. Dann am nächsten Tag direkt losgezogen, Giga Center, habe ich dann ein $30-Turnier gespielt, obwohl ich gar keine Ahnung von dem Spiel hatte. Und ich habe das, glaube ich, fast jeden Tag gespielt, das 30-Euro-Ding. Ja, durch den Alex damals bin ich dann. Der hat in so Privatrunden gedealt. Den kennen die ganzen Bonner Jungs, also falls hier jemand aus Bonn am Start ist, von früher, der Alex, der war immer dabei. Und ja, der hat mich dann da, also ich habe diese $30-Turniere gespielt und fast nie gewonnen. Und dann hat er mich dann irgendwann mal in diese Runde mit reingebracht und saß dann zwischen Zuhältern und Clubbesitzern und Versicherungsmaklern und so, also Leute, die viel Geld haben, aber keine Ahnung von dem Spiel, habe ich dann da hingesetzt und irgendwie so ersten Abend 600 € oder so plus gemacht. Das Und war dann Cash meint Game jetzt, ne? Cash Game, genau. Und die haben noch diese so 50-Euro-Plaques gehabt. So, davon hatte ich dann mehrere aufgestapelt. Das kam mir vor wie Doyle Brunson. Und ja, da ab da gefixt. Also ab da wusste ich, Cash Game ist mein Spiel und hab dann seitdem, glaube ich, auch, jede Runde, die ich mitspielen konnte, war ich dabei. Was war denn dein größter Cash, Entschuldigung, Turniergewinn bis heute? Ich habe kaum Turniere gespielt in meiner Laufbahn. Also ich habe mehrere Male so Satellites gewonnen im Giga Center und dann WPT mitgemacht an dem Jahr, wo hieß er nochmal? Pius Heinz, als Pius Heinz Weltmeister wurde. Ja. In dem Jahr habe ich die WPT in Dortmund gespielt. Das war mein allererstes großes Turnier. Und Der dann ist übrigens er auch da auch aus noch Köln kommt, ne? aufgetaucht. Der Genau. kommt aus Köln, ja. Wohnt sogar in der Innenstadt in Köln, das weiß ich auch noch. Genau, ja. Ja, also ich habe nie irgendwie was Großes gewonnen. Ich habe 2K Cash auf Hand'em'up, glaube ich. Das war, glaube ich, mein größter Okay. Turnier-Cash. Ja. An dem Tag, als wir uns gesehen haben, da habe ich einen Min-Cash im Aria gemacht. Ach, So. krass. Ja, das war Ja. das 600-Dollar-Turnier oder 700. Genau. Ja, genau. Ja. Stimmt. Da war ich gebrochen. Da bin ich gestonebubbelt fast. Ach so, ja. Ja, das war so 3, 4 vor Geld und es war immer eine geistgeist. Ich habe nur so kranke Hände in diesem letzten Jahr da gehabt. Ganz oft gestonebubbelt. Das war eklig. Also Ja, war Tony. so, weil du bist auf so mit solchen Flügeln nach Vegas, weil es lief ja so gut davor, dachte, jetzt komme ich hier und dann habe ich halt einfach immer auf die Fresse bekommen. Oh Gott, es war. Ja. Aber ja, gut, du hast auf jeden Fall einen krassen Weg hingelegt von quasi $70 fast broke und wieder gucken, wie man irgendwie nach Hause kommt, zu jetzt Haus, Autos, Familie. Gibt es trotzdem Phasen, wo du denkst du darüber nach, Vegas irgendwann mal den Rücken zu kehren oder ist das jetzt deine Heimat? Bleibst du da? Ja, ich glaube, ich würde niemals wegziehen wollen von hier. Wenn dann irgendwie Miami oder so, wenn man mal später, oder Mexiko oder sowas, Okay. wenn ich zur Rente gehe oder wie sagt man, als Rentner, Ja, Rentner, genau. wenn die Kinder groß genug sind und so, dann vielleicht mal Mexiko. Also ich würde gerne mal dort ein Haus kaufen und über die Jahre dann einfach renovieren und so weiter, so einrichten, wie ich es gerne hätte und dann zwischendurch immer Urlaub machen da und dann irgendwann wahrscheinlich auch dann nach Mexiko ziehen. Das ist so, haben wir mal drüber gequatscht, das wäre halt mega geil. Aber ja, es ist, also Vegas ist wirklich, ich liebe es hier.
ganzen Ups und Downs, die ich hier in dieser Stadt hatte, also alles, was ich erlebt habe, die Möglichkeiten, die ich hier hatte, die hätte ich halt einfach in Deutschland nicht. Ich glaube, wenn ich in Deutschland broke gegangen wäre, dann hätte ich irgendwie für 1K oder 2K wieder am Diamonds gearbeitet oder so. Also mein Leben würde ganz anders aussehen, wenn ich in Deutschland geblieben wäre. Und von daher bleibe ich dem Stadt treu, loyal. Ja, ich meine, es ist ja wahrscheinlich für den einen oder anderen, der hier zuschaut, auch ein Traum, den du dir verwirklicht hast. Hast du denn noch persönliche Ziele, die du verfolgst, jetzt als Pokerspieler mal aus der Sicht so, oder? Ja, absolut. Also, wie gesagt, also ich bin mega fleißig, was das Studying angeht und mein Spiel verbessern und mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, Hände reviewen und all so Sachen. Allein die letzten 2-3 Monate, denke ich, habe ich so viel mich verbessert, ich denke immer darüber nach, boah, letztes Jahr warst du voll der Fisch, Alter. Mhm. Und obwohl du noch gut Geld verdienst hast. Also jedes Jahr improven, das ist natürlich Hauptziel. Und dadurch, dass ich jetzt die letzten 2 Jahre einfach nur für Rechnungen gearbeitet habe, denke ich, ist das jetzt erstmal das Ziel, dass ich in meinen anderen Businessen auch etwas erfolgreicher werde, damit ich in meiner Pokerwelt meine Role behalten kann. Also es ist, damit ich in Stakes aufsteigen kann. Das ist so mein Ziel einfach. Ich weiß, dass ich... Was ja viele große Racks, also auch Turnier-Poker-Pros, ne, sagen wir mal, Federholz und Co. ja auch machen. Die bauen sich neue Standbeine auf, um halt sich quasi auch da zu halten, wo sie sind oder auch andere höher kommen von den Limits. Genau, das kann man sich halt so vorstellen, dass wenn du nur vom Pokern lebst, dass du dann kaum, also ich wäre schon längst auf 20, 40 gewesen, wenn ich nicht so viele Kosten hätte jeden Monat. Und das frisst halt einen auch irgendwo auf, weil du siehst halt alle um dich herum machen Fortschritte und ich habe Handschellen an, ich komme nicht weiter. Also ich bin immer am selben Fleck. Ich bewege mich immer am selben Fleck, immer wieder jeden Monat von vorne und dann wieder selbe. Und wenn ich meine anderen Businesses ein bisschen pushe und mehr Einnahmequellen habe, dann denke ich, ist das dann viel einfacher, sich eine dickere Roll aufzubauen und dann mit einem freien Kopf High Stakes zu spielen. Also Ziel ist High Stakes auf jeden Fall. Also ich hätte mega Bock mit den Jungs da zu competen. Ich habe vor 2 Tagen noch mit dem Jeremiah Williams gespielt. Das ist so einer der Top Cash Game Spieler hier in Vegas. Der spielt viel, also Online Crusher, aber auch Live Crusher. Mehrere Millionen hat er schon gemacht. Und in deren Game würde ich gerne mitspielen. Das ist so mein Ziel. Spielst du auch online? Cash Game? Ja, viel, ja. Und also, wo siehst du den Unterschied? Live, online? Also live würde ich sagen, haben die Leute ja gar keinen Respekt vor Geld. Da wird doch gerne mal mit Bottom Pair einfach runterbezahlt oder da sieht man die krassesten Calls und fischigsten Spieler halt einfach. Also Live-Poker wird, glaube ich, nie aussterben. Online wird immer tougher. Ich habe glücklicherweise kann ich auf WSOP.com spielen, was meiner Meinung nach beste Cash Game auf der ganzen Welt, softeste Cash Game auf der ganzen Welt. Da spiele ich halt NL100, NL200. Gibt es auch viele Racks, aber genügend Fische, um da noch gut Geld zu machen. Und online natürlich viel tougher, aber ist noch am Leben der Traum. Also es kann man noch. Kann man auf jeden Fall noch Geld schnappen. Also, du spielst viel auf WSOP dann, ne? WSOP.com. Genau. Cash Game dann. Genau. Okay. Ja, gut zu wissen. Habt ihr gehört, Leute? Cash Game ist the game. Sagen ja auch immer mal wieder welche. Wie siehst deine Study Sessions aus? Also, gehst du dann Spots durch? Hast du Tools, die du nutzt? Oder bist du einfach vernetzt mit Jungs? Alles. Mittlerweile erstmal jetzt gerade im Moment keine Tools, aber Solver und so weiter natürlich benutzt. Ich habe eine ganze Zeit lang viel online gegrindet und dann immer nach 15 Minuten Pause gemacht und dann die wichtigsten Hände durchgegangen, dann direkt wieder zum Grind. Es ging immer so weiter, 8 Stunden, 10 Stunden pro Tag das dann durchgezogen.
Weil ich wusste halt einfach, also die ganzen Jungs, mit denen ich zu tun habe, meine Coaches und so weiter, so ein Manik und Daniel und so, die sind alle viel, viel weiter als ich im Pokerwissen. Und ich musste viel aufholen, weil ich 2 Jahre Pause gemacht hatte. Also viel Gas gegeben mit Solver und so. Und ja, mittlerweile, also in den letzten 6 Monaten habe ich kaum, also ich gucke natürlich immer wieder mal so, so Run-It-Once-Videos und so Sachen, wo um mein Mindset wieder auf den richtigen Weg zu bringen, halt einfach, weiß ich, wie ich das beschreiben soll. Aber ja, wenn man jeden Tag grindet, vor allem wenn man live grindet, dann verdummt man irgendwie ein bisschen so, weil die machen halt immer whatever, die spielen halt any two und, okay. Und wenn du dann nicht zwischendurch mal wieder so ein bisschen studiest oder zumindest auf die Online umstellst, dann verändert sich dein Spiel. Du machst dann irgendwelche Moves, die du da eigentlich nicht bringst. Und ich mache nur noch sowas. Also im Moment Run It Once und so solche Videos dazwischendurch mal. Okay. Ja, aber Wahnsinn, ne, Leute? Also es ist ja verrückt, dass das, was du jetzt geschaffen hast, ist ein Traum von vielen. Und wenn du einfach das richtige Mindset hast und dann zu auch noch die richtigen Reads plus noch das Wissen als, also das Study-Wissen hast, ist das schon eine gute Kombo, um erfolgreich Cash-Game-Rack zu sein. Das ist, glaube ich, schon sehr tough in der Online-Turnierwelt, sich da durchzuschlagen mit, ja, man kann nicht viel Reads holen, geht nicht. Timing-Tills. Also, ja, vielleicht, aber das viel mehr gibt's nicht, ne? Du hast da ganz andere Möglichkeiten als Live-Cash-Game-Spieler. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, mein Lieber. Sehr, sehr interessantes Einblick in deine Welt, die für viele von inklusive mir sehr weit weg ist, nicht vorstellbar, beziehungsweise ein Traum natürlich irgendwo. Aber Chat, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Fragen habt, haut sie jetzt schnell in die Tasten. Der liebe Nojan wird euch jetzt bestimmt die eine oder andere Frage beantworten. Haut raus, Leute. Haut raus, genau. Ich habe echt wirklich, du hast mir so viel genommen. Ich habe die Fragen, die du, also das, dein ganzer Werdegang war natürlich einfach schon mal krank. Gerade der Beginn ist verrückt. Anker fragt: Hast du noch ein schönes Pferdchen wie hinten auf dem Poster? Nein, ich bin komplett auf Mercedes umgeswitcht. Also die Autos, die musste ich leider verkaufen. Als meine Kinder geboren waren, habe ich meine Harley verkauft und ich hatte 2 so Classic Cars, Oldtimer. Und die haben wir dann beide verkauft. Und ja, es ging alles in Familie. Und als ich meinen Mustang verkauft habe, mit dem Profit habe ich mir eine Uhr gekauft. Aber ansonsten, ne, also ja, Autos und so weiter erstmal nicht. Okay. Praktisch denken jetzt. Ja, jetzt muss auf jeden Fall. Also die Fehler, die ich da damals gemacht habe, durch also, Autos kaufen und all so Dinge, das war alles zu viel. Ich würde mir auch, mein Traum wäre auch ein Mustang, bin ich ganz ehrlich, auch so ein Classic, habe ich ja schon gesagt. Kennst du einen Toni aus Bonn? Der fährt auch immer so Amerikaner. Der ist auch im Nachtleben sehr. Kommt mir bekannt vor. Was dein Vater für ein Landsmann? Bist du Iraner? Ja, ist auch Perser. Toni, ist das so mit deinen langen Haaren, meiner? Hatte er mal, ja. So Deepish Mode-Fan. Und der fährt auch immer die ganzen Classics und auch amerikanische Autos immer. Ich kenne nur einen aus Bonn, der hat auch früher so riesen Geländewagen, so ja, genau. Escalades und so. Ja, der ist das. Zeit lang einen Club gehabt. Richtig, der ist das. In der Nähe von der Falle war das. Genau, sein Club. Tiefenrausch. Tiefenrausch, ja genau, ja, den kenne ich. Krank. Ja, die Welt ist klein. Ja, der ist auch so in dem Thema voll drin und mit dem habe ich auch immer viel gequatscht über die Autos und lustig. Rudi 2.0, ja, da das ist ein, wie sagt man, einer, der von Tag 1 dabei ist. Rudi, kennst du Rudi? Nee. Rudi, als ich damals 2016 hierher gekommen bin, ging viel Kohle für Uber drauf. Und dann habe ich mir halt irgendwann mal einen Roller gekauft. So einen weißen, das sah aus wie so eine Vespa, war aber so ein Fake-Ding für $500. Und ist auch mehrere Male kaputt gegangen und so. Auf jeden Fall haben wir den dann Rudi, der High-Roller, genannt. Okay. In den Vlogs.
fährt ja kaum einer da, ne? So solche. Ja, ist auch mega gefährlich, weil die fahren hier alle betrunken und high und so weiter. Das ist nicht so safe hier mit Roller. Okay, ja, Rad und Roller sieht man da ja gar nicht. Nee. Insta hat jeden Vlog gesehen. Ja, die Vlogs, Leute, also falls ihr das Leben von Mr. Dawson so ein bisschen verfolgen wollt, es wurde schon eben gefragt, wann kommen die nächsten Vlogs, aber die Vlogs sind auf jeden Fall legendär. Gibt es jetzt nochmal was in der nächsten Zeit? Ja, ich hoffe schon. Also ich denke da jeden Tag drüber nach. Ich habe mega Bock zu vloggen. Ich will auch persönliche Marke aufbauen und all so Sachen. Das ist alles in meinen, das sind alles so in meinen Goals mit dabei. Es tut mir auch mega leid, dass ich da immer so langsam mit bin und so, aber es ist wirklich, also wenn man täglich nur so 4-5 Stunden Schlaf bekommt und mit Family und kochen und grinden und wenn man das alles so sich vorstellt, den ganzen Tag, den ich so habe, ist wirklich mega schwer, das noch mit rein zu squeezen, vor allem wenn man dann nochmal, keine Ahnung, muss ich das auch vorstellen, wenn man dann so viel Stress hat, so viel Responsibilities, was heißt das auf Deutschland? Responsibility, Verantwortung. Verantwortung, wenn man so viel Verantwortung hat und jeden Monat so eine gewisse Zahl erreichen muss und so weiter und dann auch noch auf einmal für eine Woche in einem Downswing ist oder so und dann noch die Kamera auspacken und lächeln in die Kamera, ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie die ganzen Influencer das machen, weil das emotional ist das wirklich nicht einfach, wenn man man ist manchmal nicht einfach nicht in einem guten Spot mindsetmäßig und um dann noch in die Kamera zu sprechen. Ja, das ist, fühl ich. Das ist wirklich, ja, oder die ganzen Twitch-Streamer, also wie ihr das alles macht, das ist wirklich, also auch erstmal, das wollte ich von Anfang an schon sagen, also erstmal Hut ab für alles, was du machst, weil es sieht mega professionell aus, deine Streams und alles, was du aufgebaut hast in den letzten paar Jahren, das ist schon mega krass. Ja, freut mich, danke. Ich bin stolz auf dich. Ja, hier läuft aber nie was, ne? Also ich habe meine Mods, die schreiben dann wieder, was machst du da? Und dann läuft es wieder irgendwann. Aber ja, sick, freut mich sehr, dass du da die Zeit genommen hast. Höchsten Respekt, was du geschaffen hast. Das ist ein Traum von vielen und die meisten packen es einfach nicht an. Und ich weiß genau, was es heißt, alles liegen zu lassen und den Schritt zu gehen. Das ist nur ein brutaler Schritt mit sehr vielen, sagt man, nicht Leichen, die man hinterlässt. Das ist schon sehr hart ausgerückt. Du weißt, was ich meine. Es ist schon gehört eine Menge Mumm zu und du hast es geschafft. Aber auch wenn du gefallen wärst, ich bin mir sicher, du wärst aber eh wieder aufgestanden. Das ist eine seltene Gabe, die du hast. Also Respekt. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns ganz viel in den nächsten Jahren immer in Vegas. Hoffentlich dieses Jahr, dass wir es mit dem Essen hinkriegen auch und haben wir ja letztes Mal nicht, aber du hast einen vollen Terminplan. Kingston hoffentlich, da ist auch die Frage schon, wann im nächsten. Ja, stimmt, genau. Du hast ja gesagt, du wolltest vielleicht nach Deutschland kommen. Genau, ja, die deutsche Pokermeisterschaft ist ja bald wieder hoffentlich und wir haben letztes Jahr einen Mr. Dawson Cup gehabt und war auch ziemlich erfolgreich und ja, wir wollen das dieses Jahr wieder machen. Habe ich vor ein paar Tagen noch mit dem Daniel gequatscht. Der Daniel ist einer der Gründer der deutschen Pokermeisterschaft. Und ja, Mr. Dawson Cup im Kings. Und sobald wir irgendwie ein Datum haben oder so, werde ich natürlich posten. Und ja, ich hoffe, ich sehe dich dann da. Ja, safe. Also wenn sag Bescheid, ich werde hier alle aktivieren, dass wir da rüberkommen dann. Ja. Das wäre mega, ja. Ja. Letztes Jahr war Manik da, wir haben wirklich jeden Tag Sauna und so. Also ich habe mega geile Zeit gehabt im Kings. Ich finde das immer cool da. Ja, um Kings ist nichts, aber im Kings ist auf jeden Fall, also genau, der Wellness-Bereich ist auch sehr geil, ja. Bin ich ja auch immer am Start. Ja, alles klar, dann pass auf dich auf, mein Lieber. Vielen Dank für dein Interview und wie gesagt, danke dir für deine mega Zeit. Geil alles, mega professionell. Du wirst noch deine Millionen da in der Pokerwelt erreichen. Ich weiß das, ich sehe das. Ich habe das in meinem Urin. Okay, dein Wort in Gottes Ohr, mein Bester. Ich nehme dich beim Wort. Geil. Alles klar, Mann. Hau rein, mein Lieber. Bis dann. Ich stelle allen Bonnern viele Grüße, alle, die mich da auch noch kennen. Ja, Mann. Hoffentlich sind ein paar da. Hau rein. Ciao, Leute. Ciao, vielen Dank. Danke dir. Tschüssi.